Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zur Einstimmung auf die nächste Staffel, die morgen wie gewohnt beginnt, möchte ich mal wieder so ein Überblicksvideo machen über die Lage in Europa und der Welt. Ist doch ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gemacht haben, 32 Jahre. Insofern wird es Zeit und ich werde ein besonderes Augenmerk darauf legen, was sich vielleicht wo verändert hat. Und wir beginnen mal im Ostseeraum, das heißt in unserer näheren Umgebung. Allgemein, wie ist die große Entwicklung neben der unsrigen, die natürlich überaus positiv ist? Können wir erstmal sagen, Dänemark existiert nicht mehr. Dafür hat sich ein Norwegen gebildet, das wir beim letzten Mal, das gab es noch nicht. Schweden hat im Moment Probleme, das gucken wir uns gleich an. Sind auch ein bisschen geschrumpft, sie hatten hier vorher noch Besitztümer. Dann Estland. Estland hat stark expandiert hier im Norden in einem Gebiet, das vorher einem Reich namens Gurladat gehörte. Und das Samische Reich, das sich hier befand, das ist komplett von der Karte verschwunden. Außerdem gab es ein sehr, sehr starkes Ruthenien. Das ist etwas schwächer geworden. Das vielleicht so als ersten Überblick. Jetzt gucken wir uns das auch nochmal im Detail an. Zuerst, was hier in Schweden los ist. König ist dort dieser kleinwüchsige, dieser Zwergkönig Arne, 40 Jahre alt, gleichzeitig Athlet. Ein athletischer Zwerg also. Hat keine große militärische Macht. Allerdings hat er gute Verbündete, wenn ich das richtig sehe. Und zwar die Iren und die Ungarn. Und die machen ihn dann doch stark. Wer hat denn da so viel Macht von den anderen? Das müssen wir uns später mal angucken. Oh ja, die Ungarn scheinen stark zu sein. Und die Iren auch nicht ohne, aber vor allem die Ungarn. Die Frage ist, wie sehr können sie ihm hier helfen? Er hat im Moment einen mit zwei Kriegen zu tun. Einmal ein Krieg gegen einen Oberhäuptling von Karelien, ein Religionskrieg. Da greift er selber an. Aha, da geht es um dieses Gebiet hier unten. Und dann ein Verteidigungskrieg intern gegen eine Herzogin. Ist aber nur in Anführungsstrichen ein Befreiungskrieg, den er aber wohl, ja, mal sehen. Man weiß es nicht genau, ob seine Bündnispartner zu Hilfe kommen. Das ist der Stand in Schweden. Norwegen scheint stabil zu sein. Da haben wir König Olaf aus dem Hause Yngling-Verdella. Was ist das eigentlich für ein Haus? Den Keeling. Ah, okay, das kennen wir. Alles klar. Hier also die Norweger. 24 Jahre alt, ein verräterischer Schurke. Hat keine großen Verbündeten. Verteidigt sich auch gerade gegen die Herzogin von Northumbria, die da irgendwo Ansprüche anmeldet, offensichtlich. Und das könnte eine knappe Kiste sein. Hm. Interessant. Falls, dann verliert er möglicherweise da oben Besitztümer. Das also Norwegen. Über wen haben wir noch gesprochen? Ja, die Esten, die immer stärker werden, allerdings auch jetzt Probleme bekommen. Wir haben König Paavo aus der Familie, ein Finne aus der Familie der Hämmeleinen. Was ist er für einen? Ein kühner Schurke. 55 Jahre alt, galant und so weiter. Und der verteidigt sich gerade hier oben gegen diesen Oberhäuptling. Ja, der will sich wahrscheinlich jetzt unabhängig. Nee, Krieg gegen Tyrannei, auch keine echte Unabhängigkeitserklärung. Wie sieht das aus? Oh, der Angreifer hat 10.000 Männer. Wow, okay. Ah, alles klar. Das war vermutlich der vorige Inhaber dieses Reiches. Der ist erstaunlich mächtig. Kann gut sein, dass das langfristig auch wieder zerfällt. So, ansonsten blicken wir auf Ruthenien, weil sie in der direkten Nachbarschaft sind. Noch immer flächenmäßig relativ stark. Hier die Rurikiden. König Mischlav ist das, 51 Jahre alt, der im Moment schwer verwundet ist. Russisch-orthodox. Allerdings, wow, schaut euch das mal an, 2000 Gold Schulden. Wahnsinn. Da wird er nicht lange das aushalten. Und seine militärische Stärke ist auch eher gering. Ja, und er ist tatsächlich im Krieg mit einer unserer Herzogin, nämlich Kati. Das hatte ich das letzte Mal gar nicht mitbekommen. Das ist so ein bisschen ein Problem an dem Spiel, dass man nicht gut informiert wird, wenn die Vasallen Krieg führen. Ja, und die nutzt die Gelegenheit und will hier erobern. Ja, also es ist die dritte unserer Herzöge, die hier eigene Eroberungszüge führt. Also Ruthenien sieht auch eher so aus, als ob es nicht lange so stabil
werden, also bleibt und zerfallen wird. So, das wäre sozusagen hier unsere nordischen Nachbarn. Dann schauen wir vielleicht erst einmal auf die britischen Inseln. Die entscheidende Entwicklung dort ist, dass sich Irland nun gegründet hat und damit Irland auch hier eine wirklich relevante Macht darstellt mit Hochkönig Enna, einem irischen Katholiken, vernünftiger Gierschlung, 65 Jahre alt. Erbschaft ist gesichert. Er hat ein Bündnis mit Schweden und mit den schwachen Schotten hier oben. Verteidigt gegen Strathclyde und gegen Bergslagen. Ja gut, da möglicherweise Bündnisgründe, warum er damit drin ist. Es gibt noch ein unabhängiges Ulster hier, was sehr, sehr schwach ist ohne Verbündete. Mal sehen, wenn die Iren das haben wollen, dann bekommen sie es auch. Dann die Engländer an sich relativ konsolidiert, aber gerade in einem Bürgerkrieg. Und zwar ein Befreiungskrieg von Herzogin Kundo. Ich muss immer noch mal gucken. Befreiungskrieg heißt, Lehnsautorität wird reduziert. Es gibt einen Freiheitskrieg und einen Befreiungskrieg. Ach, diese Begrifflichkeiten. Ja, England aber auch nicht wirklich stark. Also das ist hier eine relativ ausgeglichene Mächtekonstellation, würde ich sagen. Also die Iren könnten es problemlos mit den Engländern aufnehmen. Schottland ist nach wie vor gespalten. Das letzte Mal gab es ein Reich namens Man, das gibt es immer noch. Allerdings sind jetzt diese Dreier hier stärker geworden. Ja, ihr seht es, die sind genauso stark wie die Engländer. Zumindest in der jetzigen Situation. Norweger, die hier an der Macht sind. Den Dynastienamen, den spreche ich lieber nicht aus. Und auch hier in Schottland sind es Norweger aus dem Hause Argyll, König Fergus. Aber, naja, gut. Auch gar nicht so wenig Männer. Und ein paar Verbündete. Die Iren hat er als Verbündete, genau. Hatten wir schon festgestellt. Soweit dazu. Wie sich das da entwickeln wird, wer weiß. Das ist sehr, sehr ungewiss. Schauen wir nach Mittel- und Westeuropa. Hier das wesentliche Ereignis, das wir natürlich mitbekommen hatten, dass das Heilige Römische Reich zerfallen ist. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie sich langsam wieder konsolidieren. Hier unten ist jetzt die Hauptstadt. Das ist interessant. Ein Winstingen führt das Reich, nämlich Kaiser Ernst der Dritte. Ich glaube, der ist uns auch noch ein Begriff. Was ist das denn hier? Der ist begriffsstutzig. Okay. Und mit umstrittener Abstammung. Ein fränkischer Katholik. Na gut. Was ist denn gerade hier so los? Sie sind mit seiner Frau sehr verbündet. Ist seine Frau irgendwas Besonderes? Ah, okay. Die hat irgendwie eigene Titel. Herzogtum Oberschlesien in Polen, glaube ich, ist das. Ja, natürlich in Polen und Niederschlesien. Na gut, da hat er vielleicht ein bisschen was. Truppenstärke ist schon nicht ohne. Also würde er uns angreifen, müssten wir uns nach wie vor vorsehen. Er verteidigt gerade in einem Religionskrieg. Okay. Er verteidigt in einem Anspruchskrieg gegen Trakesion. Er greift Frankreich an wegen irgendeiner Baronie. Er verteidigt gegen Tyrannei. Mann, das können wir uns jetzt gar nicht im Einzelnen alles anschauen. Und ein Bauernaufstand ist hier noch am Start. Was ist denn das eigentlich für ein Krieg? Da geht es hier um Besitztümer da unten. Ist das ein Bündniskrieg? Das könnte sein. Er ist da nur als Verbündeter drin. Alles klar. Ja, soweit also zum Heiligen Römischen Reich. Wie sieht die Nachfolge aus? Ja, ein Erbe ist da. Nun gut, die mächtigsten Abspaltungen sind mit Sicherheit Lothringen. Der König von Lothringen ist aus dem Hause Ivrea, ein französischer Katholik. König Lub, 18 Jahre alt, Trunkenbold, ein gieriger Antagonist. Erben würde im Moment die Herzogin von Hochburgund, das sagt aber nichts, weil er 18 ist und sicher Kinder bekommen wird. Ja, 3700. Irgendwelche relevanten Bündnisse? Nein, nur mit einem Grafen. Dann gibt es hier einen relevanten Vasal oder eine relevante Abspaltung. Das ist die Toskana. Aber wo ist denn hier die Hauptstadt der Toskana? Okay, das ist ein Herzogtum, kein Königreich. Aber ein durchaus mächtiges Herzogtum. Auch hier haben wir einen Zwerg an der Macht. Mit Liebesbläschen, reizbar und verwundet. Siegfried von der Toskana. Ein Sachse, der das führt. Ein katholischer Sachse, 23. Interessant.
verteidigt gegen einen bolognesischen Aufstand gerade hier intern, der sogar ziemlich gefährlich werden könnte. Naja gut, 2700 gegen 4300 ist jetzt nicht allzu gefährlich. Gräfin Benedetta von Bologna möchte, was auch immer, unabhängig sein. Ich habe es mal wieder nicht gesehen. Was ist der Grund? Ah, sie wollen eine Grafschaft erobern, vermutlich ja, aus dem Besitz der Toskana. Dann haben wir die Provence, auch das noch eine Abspaltung aus dem Heiligen Römischen Reich, durchaus erwähnenswert. An der Spitze einen lokalen Herzog, Dietrich, okzitanisch, das ist eben die Kultur in der Gegend, auch katholisch, der ein guter, großer Krieger ist, so wie es aussieht. Allerdings auch gerade verwundet. Ein Glaubenskrieger. Ja. Gut. Soweit dazu. Gerade im Krieg gegen einen Dauphin aus Frankreich und greift den König von Friesland an. Was auch immer er damit zu tun hat. Das scheint aber auch ein Bündniskrieg zu sein. Ja, alles klar. Okay, ja, das Königreich Friesland sollte man vielleicht noch erwähnen. König Gottfried II., ein Franke, der hier ebenfalls ein guter Krieger ist mit 68 und hier einiges an Macht angehäuft hat. Soweit dazu. Das erstmal zum Reich. Natürlich gibt es noch die Sachsen, die allerdings geschrumpft sind und noch ein paar andere Unabhängige, aber die wird das Reich vermutlich bald einsammeln. Dann haben wir Frankreich. Frankreich ist einerseits gewachsen, nämlich um die Bretagne, andererseits aber auch geschrumpft um nordfranzösische Gebiete, die wiederum ans Reich gefallen sind. Außerdem sind hier zwei Grafschaften unabhängig, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Frankreich aber durchaus mächtig. Und es sind die Bourgognes. Hier an der Macht König Adalbert, 53 Jahre alt, ein raubgieriger Empathiker, froh Natur, gesunder Körper, flexibler Anführer. Ein Bündnis mit einer Herzogin von Leinster. Und ansonsten greift er gerade irgendwo an im Religionskrieg. Wo ist der Gegner? Warum ist alles rot? Kann ich mir nicht erklären. Eigentlich müsste auch irgendwas blau sein. Der Verteidiger hat nur noch zwei Männer und es ist ein Mädchen. Also das ist ein merkwürdiger Krieg, der da geführt wird. Und ansonsten ein Verteidigungskrieg gegen das Heilige Römische Reich. Das ist insofern durchaus interessant. 13.000 gegen 8.000. Es geht aber wirklich, wenn ich das richtig gesehen habe, nur um eine Baronie. Ein Riesenkrieg um ganz wenig Land. Nun gut. Das sind die Franzosen. Dann haben wir hier die Iberische Halbinsel und da ist das Neue, dass sich Kastilien gegründet hat. Das christliche Königreich. Nein, nicht das christliche Königreich. Okay, das ist wirklich strange. Das hatten wir das letzte Mal schon gesehen, aber dass das so möglich ist und dass das dann Kastilien heißt. Also es ist ein muslimisches Königreich, was sich hier gegründet hat. Allerdings unter einem kastilischen Herrscher, König Michael Gabrieles. Sehr merkwürdige Entwicklung, 65 Jahre alt. Ja, verbündet mit ein paar internen Verbündeten oder hier noch ein Unabhängiger. Und sie greifen auch gerade irgendwo an in Galizien, um hier noch mehr Land zu bekommen. Und das sieht auch so aus, denke ich mal, dass sie diesen Krieg gewinnen werden. Damit stabilisiert sich hier ein großes muslimisches Reich auf der Iberischen Halbinsel. Ebenfalls sehr interessant. Maghreb hat sich neu gebildet, ist größer geworden. Ansonsten schauen wir mal hier hin und da ist es doch sehr, sehr erstaunlich. Wir haben schon gesehen, dass Byzanz zerfallen war, aber nun, es hatte sich das letzte Mal so ein bisschen konsolidiert, aber jetzt ist es so richtig, richtig komplett zerfallen in echte Einzelteile. Und das, glaube ich, wird nicht mehr wieder auferstehen. Also das würde mich sehr, sehr überraschen. Vielleicht besonders wichtig hier Thessaloniki und das Despotat von Bulgarien und so weiter. Aber unendlich viele kleine Nationen. Interessant ist, dass sich keine Großmacht hier irgendwie findet, die davon profitieren kann. Nämlich auch das große muslimische Reich, was hier existiert hat, ist komplett zerfallen. Also hier gibt es keine wirkliche Gegenmacht. Insofern dieses christliche Königreich Jerusalem ist hier vermutlich noch die relevanteste Macht, erstaunlicherweise. Ein fränkisch-katholisches Reich mit der Dynastie aus dem Hause der Salm.
Ja, durchaus mächtig, wie ihr seht, mit 4600. Verteidigen gerade aber in einem Dschihad, den sie wiederum verlieren werden. Ja gut, weil sie... Aber sie haben eigentlich mächtige Verbündete. Als Verteidiger mit 18.000 gegen 24.000. Okay, der Krieg läuft schon 9 Jahre und es sieht so aus, als ob sie verlieren würden. Und... Okay, damit würde der Gewinner Sultan von Arabien werden und entsprechend das Königreich Jerusalem verschwinden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier haben sie eigentlich nichts erobert. Wie ist dieser Kriegsstand jetzt eigentlich zustande gekommen? Über Kriegspunkte, das heißt besetzte Grafschaften. Aber wo haben die denn eigentlich Grafschaften besetzt? Ah, bei dem Verbündeten vermutlich. Weil in Jerusalem selbst scheint mir nichts besetzt zu sein. Nee, da ist auch nichts besetzt. Bin mir nicht ganz sicher, wie dieser Kriegsstand zustande kommt. Aber es sieht so aus, als ob Jerusalem verlieren wird. Okay, das bleibt jetzt ein kleines Rätsel für mich. Klären wir vielleicht noch auf oder ihr habt eine Idee, dann werde ich das gerne noch nachtragen. So, und ja, hier hat sich auch kein wirklich großes Reich gebildet. Vielleicht am relevantesten noch dieses sogenannte Reich Kumanien. Müssen wir mal schauen. Der Khan Oshu von Kumanien ist hier an der Spitze und der hat durchaus relevante Mächte hinter sich. 12.000 Männer. 65 gottloser Rohling, Galantstratege und ein Herkules. Wow, und ein echter Krieger. Mal schauen, wie das aussieht, wenn die Erbschaft fällig wird, ob das dann irgendwie zerfällt. Ich habe keine Ahnung, wie das dort gehandhabt wird, werden wir sehen. Ja, das war unser kleiner Blick in die Welt. Ansonsten geht es dann das nächste Mal natürlich weiter mit unseren Mecklenburg-Pommern. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.